Grüezi miteinander. Ich freue mich, Sie zu einer neuen Reihe begrüßen zu dürfen. Wir widmen uns in den nächsten paar Wochen dem Thema Wassertest, Wasserwert messen. Da möchte ich euch gerne ein bisschen zeigen, wie man das handhabt. Es ist relativ einfach. Man könnte das als Chemiker ganz tief ins Thema betreiben und sich auch wahnsinnig machen. Es geht aber hier gar nicht um das. Wir wollen uns euch ein bisschen Basics zeigen, damit ihr mit einfachen Mitteln das Wasserwerk kontrollieren könnt, sodass es euch einen Fisch gut geht. Der erste Test, den wir euch heute näher bringen und zeigen, ist der Ammoniumtest. Ammonium ist im sogenannten Stickstoffkreislauf die erste Stufe, entsteht aus dem Abbauprozess von der Fütterung. Auch aus Pflanzenresten, aus Faulschlamm am Boden, gehört in dem Sinn zu den toxischsten Werten, die man im Auge behalten muss und wo man auch entsprechend reagieren muss, wenn dort ein gewisses Mass überschritten wird. Da gehen wir jetzt mal schauen, wie der Test aussieht. Wie gesagt, wir haben die JPL-Tests, die wir verkaufen, die wir auch sehr empfehlen. Die gehören zu den genauesten Tests überhaupt. Das ist ein deutsches Produkt, können wir sehr empfehlen. Ist einfach zu handhaben und trotzdem sehr ausführlich beschrieben. Wir haben hier ein Handbüchlein, das in jedem Test dabei ist, das wirklich alles ganz genau beschreibt, in welchem Zusammenhang das der Test steht. Und wir haben aber auch ganz ein einfaches Manual hier. Das ist die Farbkarte, die immer beiliegt, wo man auf der Rückseite eigentlich mit ein paar wenigen visuellen Begriffen sieht, wie das man den Test anwendet. In diesem Fall ist es jetzt so, dass wir hier zwei Güvetten haben. Wir füllen jeweils mit je 5 ml Wasser. Wir mischen dann von jeder Lösung die Anzahl Tropfen beimischen, die hier angegeben ist. Tropfen 1, Lösung 1, 4 Tropfen, Lösung 2, 4 Tropfen, Lösung 3, 5 Tropfen. Tut das geschwind schütteln und tut das 15 Minuten stehen in diesem Fall. Und nachher kann man auf der Farbkarte nachschauen, was der Wert ist. Was auch wichtig ist zu erwähnen, Ammonium steht im Mengenzusammenhang mit dem pH-Wert. Darum ist es eigentlich auch immer empfehlenswert, den pH-Wert mitzumessen. Je nachdem, was wir für eine Konzentration haben und wo der pH-Wert steht, kann Ammonium giftiger oder ungiftig werden. Also bei höherem pH-Wert, bei sehr höherem, über 8,5, könnte der je nach Konzentration Ammonium in Ammoniak umwandeln. Und ein weiterer Parameter ist auch noch die Temperatur, wobei da geht es schon fast ein tiefes Thema. Was man aber machen kann, damit man generell an dem Ganzen positiv entgegenwirken kann, ist immer genug Sauerstoff im Teich haben. Mit Sauerstoff kann man den ganzen Abbauprozess beschleunigen, damit sich das Ammonium in die nächste Stufe ins Nitrit umwandelt. Darum empfehlen wir sowieso immer genug Sauerstoff im Teich zu haben. Gut, wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen vorgegriffen. Wir haben hier mal die erste Küvette 5 ml Wasser hier. In die zweite tue ich auch die 5 ml. Und jetzt würden wir die einzelnen Tropfen, wie es hier vorgegeben ist, immer in die gleiche Küvette tun, nicht links oder rechts. Da haben wir jetzt Küvette 1, 4 Tröpfchen. Die können wir also auf den Kopf stellen. 1, 2, 3, 4. Was ich ehrlich muss sagen, erstmal wenn wir die Küvette aufmachen, dann kann man die ersten Tropfen eben rauslassen, damit es keine Lufteinschlüsse hat. Und nachher kann man die Tropfen hier reingeben. Man kann sie über den Kopf stellen. Es tropft also erst, wenn man drückt. 1, 2, 3, 4. Und von der dritten Küvette, wie es hier beschrieben ist, 5 Tröpfchen, erste nebendor. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, Deckel zu. Schütteln. Und wie in diesem Fall beschrieben, eine Viertelstunde warten. Wir sind gerade wieder zurück. Eine Viertelstunde ist um. Wir sehen es, das Reagenzgläschen hat sich schön verfärbt. Das eine ist weiss natürlich, da haben wir Nitrit. Das, was verfärbt ist, tun wir dann hier auf die weisse Unterlage und umgekehrt. Und jetzt sehen wir, wenn wir von oben runter schauen, fahren wir hier. Hören. Ihr seht, es ist bereits sogar auf der ersten Stufe, da, wenn wir oben schauen. Der Wert ist okay, also wir liegen bei 0,05 mg, absolut unbedenklich. Das heisst, da hast du keinen Handlungsbedarf. Wenn jetzt der Wert höher wäre, 0,5 oder höher, müsste man reagieren. Aber keine Panik, da könnt ihr uns anrufen, könnt auf unserer Homepage nachschauen, was die Massnahmen sind. Generell, Wasserwechsel hilft immer, viel Wasserwechsel. Im Notfall kann man das Toxiweg anwenden. Gerade bei frisch eingefahrenen Teichen ist es normal, dass sich Ammonium und Nitrit bildet, wo wir dann noch darauf zurücksprechen können. Das ist ganz normal. Es gibt einen gewissen Peak, bis die Bakterien genügend vorhanden sind, die das abbauen können. Darum sagen wir immer, am Anfang lieber zögerlich füttern, nicht zu viel füttern. Dann macht der Fisch gar nichts. Genug Sauerstoff geben, damit die Bakterien richtig arbeiten können. Und ihr werdet das Ganze innerhalb von kurzer Zeit in den Griff bekommen. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis ein Filter richtig eingefahren ist. Vielleicht noch kurz, wo findet der Abbau überhaupt statt von diesen Stickstoff, das ist in der Biostufe vom Filter.
wo man die Helix drin hat, das Biomedium. Darum ist es immer wichtig, dass man genügend gross, eine ausreichend grosse Biostufe hat. Dort drin findet unter Aufzählung von Sauerstoff, Sauerstoff ist wichtig, findet der Abbau statt mittels von diesen Bakterien, die sich mit den Monaten, mit den Jahren immer in einer grösseren Anzahl ansiedeln. Und aus diesem Grund ist es wichtig, wirklich einen grossen Biofilter zu haben, grosse Biostufen. Wir können das auch mit einem Resofilter noch kompensieren, wenn man jetzt einen schwachen Biofilter hat. Das kann man bei uns anschauen. Wir haben da so einen aufgestellt im Shop. Zum Test selber. Es gibt, wie gesagt, die Tropfentests, die sehr genau sind. Für jemanden, der ein bisschen weniger Zeit aufwenden und alles in einem will haben. All-in-one haben wir hier den ProScan von der JBL. Den kann man mit dem Handy eigentlich messen. Das ist eine Art Photometer-Test. Ist in 1-2 Minuten alles gemessen. Außer Ammonium haben wir hier nicht drauf. Und da kann man eigentlich ganz einfach, sehr schnell, recht genau das Ganze messen. Und sonst, wenn man in die Teufel geht, kann man immer noch mit dem Tropfentest messen. Das wäre es für heute. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Ich freue mich, Ihnen beim nächsten Mal den Nitrit-Test vorzustellen und auch dort noch ein paar Worte dazu zu sagen, was Nitrit ist. Genau, wir sehen uns gleich. Wieder schauen miteinander.